Hier ist Fred von Fettspielen mit dem 85. Let's Play SimCity und wir betreten die Stadt EU, die Support City für unser neues Städtequartett. Jetzt habe ich leider schon etwas gesehen in der Regionsansicht, in der Vorschau, was auf einen Serverfehler schließen lässt, aber zum Glück ist das nicht eingetreten. Ich habe tatsächlich eine leere Stadt erblickt, aber wie ihr sehen könnt, steht noch alles, was wir gebaut haben. Ist ja zum Glück auch nicht so viel, obwohl wir haben doch auch eine Abwasserstation gebaut, oder nicht? Da fehlt doch trotzdem was. Ah, Serverprobleme über Serverprobleme. Vielen Dank, EA. Also ich beschwere mich ja nicht über den Kosten des Spiels oder über DLCs oder sonst so etwas, aber ich möchte eigentlich nicht Sachen doppelt machen müssen. Also sowas kotzt mich nun wirklich an. Tja, wohl oder übel wird halt die Kläranlage nochmal gebaut und dann schauen wir mal, wie wir da weiter mit klarkommen. Egal, wir waren ja zum Glück noch weit am Anfang und wir haben ja noch große Pläne, beziehungsweise ihr habt große Pläne. Ne? Ich wollte eigentlich ja nur ein paar Supportgebäude hier reinbauen, damit es den anderen drei Städten gut geht, aber ihr habt ja schon große Pläne geschmiedet, habt ja schon riesen Ideen gehabt, was man hier alles machen könnte mit dieser Stadt. Da bin ich ja ganz, ganz beeindruckt davon, was ihr da alles gesagt habt. Unter anderem hat Levalien gesagt, es muss auch Wirtschaft in die EU rein. Wir brauchen also hier auch große Handelszentren, also werde ich auch gleich mal Gewerbegebiete reinbauen. Dann hat Multiflash gesagt, auch Einwohner müssen in die EU, meinetwegen, dann machen wir auch das und auch noch eine Wirtschaftsuni, eine juristische Uni, alles Mögliche. Also ich sehe schon, ihr habt große Pläne mit dieser Stadt. Dann werde ich schon mal anfangen, auch hier wieder alles auf die optimale Dichte vorzubereiten, denn ich sehe, ihr wollt mehr haben, ihr wollt mehr EU und nicht eine seelenlose, bloße Aneinanderreihung von Versorgungsgebäuden. Na gut, dann will ich eurem Wunsch doch mal entsprechen und werde jetzt hier auch dementsprechend mal ein paar Gebäude reinsetzen. So, wenn wir hier einfach auch nochmal das reinziehen, auch hier oben baue ich den Schlängelweg, damit wir sehen können, wie es dort weitergeht. Zack. Und dann wollen wir hier mal auch ein paar weitere dementsprechende Gebäude langziehen. So, wie sieht's aus? Hier überlappt sich mal wieder was. Ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht ganz weiterkommen. Ja, muss ich wieder von rechts kommen, damit ich hier den optimalen Abstand bekomme. Hat mir das nicht eben gerade, sah es besser aus, ne? Weiß auch nicht. Also wahrscheinlich liegt das hier daran, dass ich hier die Kreuze wieder gemacht habe. Ich werde ja mal das zeigen und dann schauen mal, wie es weitergeht. So. Ja, ein Stück noch. Ja, sehr schön. So. Ja, viele Ideen habt ihr für die EU gehabt, fast schon am meisten dafür. Ich bin ganz beeindruckt, dass euch das so inspiriert. Sowieso muss ich mich nochmal bei euch bedanken, ja. Ich meine, 100 Netto-Likes hat das letzte Video gehabt. 100 Leute, 105 ja eigentlich, wollen, dass es weitergeht. Also das ist ja einfach fantastisch. Es freut mich, dass euch meine SimCity-Let's-Play-Serie so viel Spaß macht. Ich bin ganz begeistert von eurem unfassbar geilen Feedback. Das finde ich einfach nur geil. Und dann werde ich auch mein Bestes geben, dass das auch weiterhin so bleibt, dass ihr weiterhin so mit dem Herzen dabei seid. Finde ich wirklich geil. Und dann schauen wir mal, wie wir es auch hier bei der EU, unserer Support City, schaffen, eure Wünsche mit einzuweben. So, Wirtschaft ist drin, Einwohner sind drin, das mit der Uni, das können wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Das wäre jetzt wahrscheinlich aber von den Kosten her ein bisschen übertrieben. Wie teuer war das eigentlich nochmal, eine Uni? 88.000, na gut, noch haben wir ein bisschen Kohle, ne? So ist es nicht. Wollen wir das mal reinsetzen hier? Ah, ist schon verlockend, muss ich sagen. Wir könnten ja hier eine... Oh, können das eigentlich schon machen, ne? So ist es nicht. Komm, wir setzen das auch gleich mal an die Hauptstraße ran. Eine Universität in diese Stadt. Oh ja. Zack. So, jetzt brauchen wir noch eine schöne Fakultät. Die haben wir noch nicht genehmigt bekommen. Deswegen müssen wir erstmal an die Wohnheime gehen. Und die können wir ja eigentlich auch mit den Wegen verbinden. So haben wir das ja bisher immer gemacht. So haben wir es immer gehandhabt. Oh, wir können ja sogar fast... Wollte ich gerade sagen, wir können über die Straßen gehen. Aber das können wir wahrscheinlich auch lassen. So, das erste Wohnheim kann ja hier gleich angrenzend sein. Oh, jetzt haben wir aber schon wieder Geldprobleme. 33.000.
Jetzt müssen wir uns schon wieder überlegen, wie wir hier an Geld rankommen. Oh, wir haben ja auch schon alle... Ja, habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass wir hier auch voll die Kredite genommen haben. Ja, die EU lebt auf Pump. Ja, wir wollen das Ganze ja auch sehr, sehr realistisch gestalten. Ich würde mal sagen, bevor hier noch viel mehr passiert, gehen wir am besten gleich raus in die Region und sichern uns mal wieder Geld. Wir gehen erstmal nach Fredburg. Da könnte Fredburg die EU ja wieder mal Geld geben, damit wir dort was machen können. Kuan Shiyin hat nämlich die Idee gehabt, dass wir dort ja auch in die Kohleförderung einsteigen könnten, damit wir auch dort noch mehr Geld machen. Sehr, sehr gute Idee, wie ich finde. Aber dafür müssen wir natürlich auch erstmal wieder Geld haben für die Investition. Ich würde sagen, dann machen wir das doch so, dass ich irgendwann mal wieder am Wochenende oder so, oder vielleicht in den nächsten Tagen, wenn ich Zeit habe, mal eine Stadt einfach mal laufen lasse, sodass wir dort die Möglichkeit haben, einfach mal wieder Geld zu scheffeln. Das schicken wir wieder in die EU, da kann die EU sich wieder upgraden und dann können wir dort dann wieder weitermachen. So, wie sieht das aus mit dem Abwasser? Ja, leider. Ja, das ist echt scheiße, ne? Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wollten uns ja eigentlich hier... Ja, jetzt können wir uns zum Glück wieder Abwasserkapazitäten abkaufen, aber das war ja kurzzeitig jetzt nicht möglich aufgrund des Problems, dass wir dort nicht mehr in die Stadt zurückkamen. So, jetzt fließt es aber wieder sehr gut. Wir sehen hier die gelbe Null. Alan de Silva hat gesagt, das liegt daran, dass hier immer die Null steht, da immer so viel gekauft wird, wie man braucht. Sehr gut. Okay. So, wir sind also in Fredburg, unserer geplanten deutschen mittelalterlichen Stadt. Und damit das auch so aussieht, müssen wir natürlich auch noch ein paar Dinge ändern. Zum anderen hat Kuan Shiyin eine gute Idee gehabt, wie wir hier die Straßen noch schön anordnen können. Und zwar kam die Idee auf, dass man hier einen Bogen machen könnte. Ein Bogen hinterm Brandenburger Tor, von dem aus wie Strahlen die Straßen hier zum Kreis gehen. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Karlsruhe. Auch dort gibt es ja das Karlsruher Schloss und die Strahlen. Deswegen heißt ja auch die Stadt Fächerstadt, die wie ein Fächer aufgefächert hier weiterlaufen. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Idee. Das könnten wir eigentlich auch machen. Die Gassen kommen ja sowieso, weil die sind ja in den Städteblöcken mit drin, also in diesen Gebäudequadraten, wo auch die kleinen Gäste mit eingearbeitet sind. Also, wir brauchen einen schönen Bogen. Tja, wie ziehen wir den am besten mal? Nehmen wir mal eine Straße mit mittlerer Dichte. Und so eine. Es muss natürlich jetzt nicht so unschön aussehen. Dann wäre das schon besser. Das ist schon besser. Ja. Jetzt noch gleichmäßig. Können wir dich ein bisschen näher machen? Nee, von hier aus beginnt können wir eigentlich nicht. Das muss schon weiter weg machen. Wir fangen mal an mit diesem Haus. Da geht es nicht. Okay, fangen wir an mit dem Haus. Ja, die optimale Straße hat mich ja schon des Öfteren zur Verzweiflung gebracht. Jeder, der mich hier schon öfter, mir öfter zugesehen hat, der weiß das. Vielleicht machen wir das echt so. Er sieht ja auch nicht schlecht aus, kann man nicht sagen. Hier ist das dritte Haus, da machen wir ja auch das dritte Haus. Dann sollte es ja halbwegs symmetrisch sein. Jeweils zwei Häuser gehen dadurch kaputt. Und dann haben wir hier die Straße gemacht. Das könnten wir jetzt natürlich noch mit Parks zupflastern, was dort jetzt passiert. Ja, können wir hier noch einen Riesenbrunnenpark... Oh, das sieht ja perfekt aus. Das ist ja immer nur geil. Ne, der Riesenbrunnenpark ist dort und den können wir auch noch weiter erweitern, damit das auch noch weiter so schön aussieht. Ja, noch ein, zwei Glitzerbecken daran. Oder kleinere Parks. Schau mal, was wir hier noch ranbauen können. Ja, mit den Riesenbrunnen wird es problematisch. Zwei Glitzerbecken links und rechts würden noch passen. Sehr schön. Vielleicht machen wir es tatsächlich so, dass wir dann den Rest... Ja, vielleicht sollten wir das nicht mehr ausweisen hier. Der Pöbel darf hier nicht mehr wohnen. Und aus Sicht des Schlosses ist selbst der größte Luxusschuppen hier der Pöbel. So. Natur. Damit können wir das auffüllen. Und jetzt... zu der Idee der Strahlenstraßen, die wir von hier aus rein fächern können. Mache ich das einfach mal. Ich hoffe, das ist jetzt in deinem Sinne, wie du dir das vorgestellt hast. Denn das hat schon was.
Das sieht schon echt fresh aus. Und das jetzt mit Wohngebieten bestückt. So sieht's aus hier in der Mitte von Fredburg. So, und ich würde sagen, den Rest füllen wir dann auf. Wir könnten natürlich jetzt noch eine Ringstraße machen. Bis dato würde es vielleicht auch reichen, erstmal der Optik halber hier die Mitte aufzuforsten. Sehr, sehr schön. So, hier brennt es übrigens. Feuerhilfe, da müssten wir jetzt eigentlich wieder die EU um Hilfe bitten. Das ist natürlich jetzt echt blöd. Jetzt müsste ich wahrscheinlich, weil die EU gerade kein Geld hat, ausnahmsweise hier eine Feuerwehr hinsetzen. Aber die müsste dann eigentlich wieder weg. Ne? Also, die wollen wir eigentlich auch in der EU sehen, die Feuerwehr. Und das dementsprechend handhaben. Jetzt habe ich hier eine Frage. Achso, die Dichte ist noch nicht gegeben. Wollte gerade sagen, ne? Grundstückspreis ist doch super, aber es ist noch eine Frage der Dichte. Das heißt, es ist jetzt eine Zeitfrage, dass wir auch hier die optimalen Häuser bekommen, die deutschen Häuser bekommen, die wir haben wollen. Und die werden wir auch kriegen. So, Müllproblem. Ich glaube, es hilft nichts. Wir müssen jetzt schon Geld in die EU schicken, oder? Also, wir wollen doch jetzt keine Müllhalde hier hin haben. Deswegen würde ich sagen, ein kleines Geldgeschenk von uns an die EU. Wir geben wieder was zurück von dem, was wir bekommen haben. 100.000. Warten ein bisschen, bis das Geld dann da ist. Gehen wieder in die Stadt rein und schauen, was wir noch für tolle Tipps bekommen haben. Von euch, von meiner geliebten Fettspielen-Community. So, was gibt's denn noch? Rico Faulhaber hat noch eine Idee gehabt. Und zwar hat er gesagt, wir könnten noch einen zweiten Bahnhof hier hinbauen, wo die Autobahn am Start ist. Und vielleicht dann sogar noch einen Hangar. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich würde mal sagen, wir werden mal versuchen, hier eine Schiene gleich mal abzuzwacken. Da ist sie. Jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Von wo aus soll die Schiene kommen? Also hier irgendwo der Bahnhof, das ist in Ordnung. Jetzt ist die Frage, wie wir die mit der Schiene das machen. Die muss ja auch irgendwie hier hochkommen. Ohne die Optik hier allzu verunstalten. Kriegen wir das irgendwie hin? Kommen wir da hoch? Das ist alles zu großer Neigungswinkel. Ah, wir kriegen das da nicht hochgekraxelt. Ja. Hier geht's wieder rein in den Tunnel, oder was? Nee, gar nichts. Oh, da könnten wir es eigentlich hier hoch machen, oder nicht? Och, komm schon. Das muss doch irgendwie machbar sein. Zeigt sich aber noch nicht so ansprechend. Hier vielleicht irgendwie rum. Aha, da war was. Ihr habt's gesehen, ihr habt's gesehen. Ihr seid meine Zeugen. Oder doch nicht. Okay, machen wir eins nach dem anderen. Also erstmal Logik. Wenn, dann muss es hier hinten hochgehen. Und jetzt versuchen wir uns mal Stück zu Stück anzunähern. Also, erstes Stück. Oh, da geht's sogar. Bis hier oben geht es. Okay, zack. Nächstes Stück. Ah, ne, hier sind die Winkel zu spitz. Zur Neigungswinkel. Es muss doch machbar sein, hier eine scheiß Eisenbahn hinzuplatzieren. Oh, jetzt habe ich hier gerade schon das Gelände etwas geschrottet. Ich versuche es nochmal. Oh, komm schon, ich will da nur die Straßenbahn bauen. Straßenbahn, überhaupt die Bahn bauen. Oh, bis hierhin kriegen wir es, aber auch nur mit so einem komischen Tunnel. Der lässt sich aber auch nur bis da bauen. Aha, aha. Ah ne, da sind wir immer noch woanders. Ja, das ist ja gar nichts. Also, sorry. So geht das absolut nicht. Ich versuche es jetzt nochmal mit der anderen. Ansonsten bin ich mal wieder auf euren Blick angewiesen. Ihr wisst ja vielleicht gerade intuitiv, wo es lang geht. Oder habt eine Idee, wo wir hier eine Linie hinziehen können. Aber ich sehe es gerade nicht. Was ist hier? Aha. Ja klar, wir können hier noch eine zweite... Ja, nicht mal das will er so wirklich, ne? Okay, sorry, ich bin überfragt. Bahnhof ist gut und schön, aber gib mir einen Tipp, wo. Ich krieg's nicht hin. Und ich hoffe mal, dass du da mehr weißt, dass irgendjemand von euch weiß, wie ich hier diese Scheißschiene hochbekomme. Okay, zu was anderem. Der Hangar stand ja auch noch im Raum. Das ist so eine Sache, die wir hoffentlich hinkriegen. Wir gehen mal auf das Thema Flugzeuge. Auf den Luftschiff-Hangar.
Ja, der ist jetzt sehr, sehr groß und sehr grob irgendwie. Kriegen wir den vielleicht noch ein bisschen weiter weg? Vielleicht könnte ich hier irgendwo so einen zweiten Bogen ziehen, wo dann auch der Bahnhof dran sein kann. Ich will ungern so etwas Grobes hier gleich haben. Ist irgendwie auch scheiße. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, bevor ich jetzt hier die größten Kurven baue. Na komm, ich mach's erstmal so. Passt da jetzt schon der Hangar ran? Mach ich mal erstmal tatsächlich nochmal so eine gerade Straße. So. Ja, es muss ein bisschen weiter außerhalb sein. Am besten auf die Seite. So. Luftschiff-Hangar. Und einen Anliegeplatz können wir tatsächlich noch hier irgendwo reinmachen. Oh, könnten wir nicht hier sogar einen hinmachen? Geil. Oh, wie geil ist das denn? Seht ihr, was ich sehe? Stell euch mal vor, hier unten, man kommt so an mit dem Zug hier und kann dann hier in die Lüfte steigen, nachdem man am Bahnhof war und in die Stadt. Das ist ja der Hammer. Das ist immer echt geil. Also ich würde es machen. Ich würde sofort den Zeppelin nehmen. Das ist ja einfach nur perfekt. Hervorragend. Können wir nicht noch einen Hangar bauen? Irgendwo in die Stadt oder zum Brandenburger Tor? Hier irgendwo hin oder sonst was? Limit erreicht. Ja, dann halt nicht. Aber das wäre auf jeden Fall eine Idee wert. Und sobald wir dieses Schienenproblem gelöst haben, verspreche ich euch, kommt hier noch der Bahnhof hin. So, jetzt vielleicht nochmal unser Bussystem, damit wir hier auch eine Bushaltestelle haben. Soll ja jeder überall hinkommen. Und natürlich müssten auch die Ringstraßen mal versorgt werden. Genau, damit wir auch dort alles beisammen haben. Das sieht alles schon sehr, sehr gut aus. Und, liebe Freunde, es ist soweit. Wir haben es. Pension, Gartenduft sind zwar gerade ein bisschen abgeturnt von der Kriminalität, aber sie sind da. Wir haben unsere alten, schönen Häuser. Das deutsche Fachwerk. Hier in Fredburg. So soll es aussehen und so soll es hier überall aussehen. Und wir werden das schon hingekriegen. Vielleicht muss hier irgendwann mal die Straße breiter werden. Ihr seht, es braucht sehr, sehr viel Platz. Vielleicht müssen wir dementsprechend Sorge tragen. Und dass wir hier irgendwie das mit dem Platz anders regeln. Ja, jetzt hauen die hier sogar ab. Verlassene Gebäude. Sehr viele Verbrecher. Oh Gott. Die Verbrecher machen hier ja wirklich von nichts halt. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir müssen in die EU gehen und dafür sorgen, dass von dort aus Recht und Ordnung Einzug hält hier in unsere Stadt. So, so machen wir das auch. So, kommt das Geld vielleicht mal an? Wenn nicht, müssen wir hier erstmal die Uni schließen, um wieder ein bisschen in die ins Positive zu kommen. Warten, bis was passiert. Polizeiwache könnten wir uns leisten, dann hätten wir aber nur gar kein Geld mehr. Jetzt ist das Geld da. Aber richtig viel Geld sogar. Also wir haben wir doch gar nicht hingeschickt. 300.000 haben wir hingeschickt? Ich kann mich nicht erinnern. Aber okay, ich meine, super. Dann machen wir das doch glatt, würde ich sagen. Da können wir uns hier sogar das große Polizeirevier leisten für die gesamte Region. Das ist auch noch besser. Und ja, geil. Dann setze ich das gleich mal ran. Würde ich sagen, wo machen wir das denn hin? Wollen wir das hier hin tun? Ja. Da kommt das so große Polizeirevier hin. Gleich mal mit ein paar Einsatzwagen. Und die Feuerwehr gleich hinterher. Auch dort. Ne, das war das Büro des Brandschutzbeauftragten. Ne? Der kann mich erstmal. Das sieht echt sehr ähnlich aus. Das hätten sie ein bisschen optisch anders machen sollen. Ich weiß auch nicht. Das ist mir schon öfter passiert. So. Unglaublich viele Miese. So soll es sein in der EU. Und wir können jetzt nach Fredburg die Feuerwehr schicken. Und auch unsere Freunde von der Polizei. Und ich würde sagen, eine Müllhalde müssen wir jetzt eigentlich auch noch bauen. Ganz, ganz schnell mit dem letzten Geld, was wir haben hier. Wenn ich hier nochmal
Straße weiter wegziehen und Mill und Halde und Hinder und oh, eins kriegt er noch. Einen Wagen gibt es auch noch. Und dann schicken wir auch das in unsere geliebte Stadt Fredburg. Sehr schön, da ist alles wieder da. Und Fredburg ist dann erstmal besser versorgt. So, was gibt's noch zu tun? Es gab noch großartige Ideen. Unter anderem müssen wir aber dafür mal wieder raus aus dieser Stadt. In Fredburg haben wir jetzt ja schon immerhin ein bisschen was geändert. Und das sieht ja schon mal viel, viel besser aus als vorher. Und das heißt, wir können noch mal ein, zwei Ideen realisieren, die an andere Städte adressiert waren. Unter anderem hatte Morso eins gesagt, ich könnte mal in Fred City die ein oder anderen Parkflächen schließen, die dann zwar für die Optik erhalten bleiben, aber die einfach mal ein bisschen Geld einsparen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Parkreihe habe, wir schauen mal, was er meint. Wir gehen am besten mal in die dementsprechende Karte hier. Genau, wenn ich hier eine Parkfläche habe, die so ein bisschen redundant daherkommt, die einfach nichts weiteres bringt, wie die zum Beispiel, dann könnte ich die schließen. Aber wie du siehst, das habe ich bereits getan. Also, ja, ich habe deinen Tipp schon längst befolgt, sehe ich gerade. Ich habe die kleinen Reihen, die hier nur für die Optik da ist, damit das alles gefüllt ist, habe ich schon geschlossen. Das heißt, nur das Große ist offen und das brauche ich tatsächlich auch, damit hier überall die Wolkenkratzer stehen. Also, du siehst, ich bin deinem Tipp tatsächlich noch zuvor gekommen. Aber du siehst, wir hatten schon mal den gleichen Gedanken. Das ist doch mal eine gute Idee. Donald Duck hat sich gemeldet, ja. Der berühmte Einwohner aus Entenhausen hat gesagt, ich soll Fredtech mal laufen lassen, damit wir mehr Ressourcen fürs Großprojekt bekommen. Aber ich will euch natürlich jetzt nicht damit nerven, dass ich zwei Stunden lang hier einfach nur laufen lasse und nicht moderiere. Das wäre natürlich ein bisschen blöd, dann hättet ihr auch nichts davon. Das werde ich irgendwann mal machen, wenn ich auch mal Zeit habe. Dann sammle ich irgendwo Geld und dann kann ich das Geld dann zu der EU schicken, damit wir dort weiterkommen. Und ich kann dann auch die Ressourcen ins Großprojekt reinpumpen. Jetzt aber erstmal zu was ganz anderem. Jetzt nämlich zu unserem lang ersehnten Testgelände Fred Test. Denn ich habe die erste Request bekommen für einen Test. Und zwar hat Naselkas88 gesagt, wenn man in einer Stadt nichts baut, außer Straßen mit mittlerer Dichte, wird gemacht. Ja, auch hier und da. Das machen wir jetzt auch mal. Wir bauen jetzt auch mal Straßen mit mittlerer Dichte. Und Wohngebiete machen wir auch. Zack, 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 zack. Und die Steuern auf 0% setzt. Okay. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Machen wir das mal so und lassen mal richtig laufen. Dann meint er, kann man theoretisch 1 Million Einwohner erlangen, aber kein Geld mit denen machen. Weil die Leute niemals ausziehen. Die sind einfach nur zufrieden, weil die Steuern so niedrig sind, dass sie auch einfach einziehen und ihre Gebäude nicht verlassen. Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Sache. Und wir werden aber mal testen, ob das hier so machbar ist. Hier in Fredtest, wie gesagt, Fredtest ist eine Stadt, wo ihr einfach mal mit irgendeiner Idee kommen könnt und ich werde die für euch realisieren. Hier haben wir es schon mal gemacht und wir schauen mal, was die Leute sagen. Also die Leute wollen schon was, sehe ich gerade. Die wollen schon Strom. Aber ich sehe auch noch kein verlassenes Gebäude. Und es geht wirklich sehr, sehr schnell. Also die Steuern haben wir jetzt ja auf das absolute Minimum runtergepusht. Wir haben Arbeitslosigkeit, wir haben viele, viele Probleme. Aber es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Leute ziehen ein, Leute ziehen ein, ziehen ein. Und keiner zieht aus. Strom, Wasser. Alles erforderlich. Aber wir haben kein einziges verlassenes Gebäude bisher. Jetzt nur die Frage an dich. Wie soll ich denn dort theoretisch 1 Million Einwohner bekommen? Ich meine, du meinst ja mittlere Dichte. Mittlere Dichte sind die Häuser natürlich nicht so stark besetzt wie bei hoher Dichte. Und, ja, generell, ich hätte jetzt auch nicht die Ressourcen, nicht das Geld, jetzt alles vollzubauen. Du siehst ja, wir machen ja kein Geld mit denen. Deswegen frage ich mich jetzt, wo hier, wo wir diesen Bug abusen können. Ja, wir können ihn noch nicht abusen, wir können eigentlich jetzt nur zuschauen. Das finde ich jetzt tatsächlich schon mal sehr interessant,
dass hier nichts weiteres passiert. Die Leute leben jetzt einfach so damit, dass sie hier nichts bekommen. Aber mehr passiert da noch nicht. So, wir werden nochmal das restliche Geld jetzt hier verbraten, dort reinstecken. Bürgermeister in Spendierlaune. Die News machen schon Witze über uns. Aber du hast recht, man kann es laufen lassen. Also hier passiert nichts. Hier gibt es nichts. Kein verlassenes Gebäude. Keine Ruinen. Kein Feuer. Keine Kriminalität. Das ist ein absolutes Nullsummenspiel hier. Und das ist eigentlich schon interessant genug. Okay. Also jetzt eigentlich nochmal die Frage an dich, Nasalkas. Vielleicht kennt jemand anders von euch auch diesen Bug oder dieses Phänomen hier. Was kann man jetzt machen, um das noch weiter zu pushen? Ist das endlos so weiterführbar? Alles interessante Dinge, würde ich mal sagen. Die wir dann vielleicht im nächsten Let's Play weiter begründen, ergründen können. Dann auch nochmal für euch die Bitte, sagt mir doch, wie ich dieses Verkehrsproblem, nenne ich es mal, in Fredburg lösen kann. Wie kriege ich die Schiene dort hoch? Und wie machen wir das mit der EU weiterhin? Seid ihr damit zufrieden? Seid ihr es nicht? Auf jeden Fall werde ich dort nochmal ein bisschen Geld reinpumpen müssen von extern, denn dort müssen wir auf jeden Fall auf Pump leben. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Votet für die 20 Likes, dann geht es weiter. Euer Fred von fredspielen.de.